Ja! Digga, ich kotze gleich! Warum fragst du überhaupt, du dreister Ficknacken, Alter? Deko gerade gesehen, wie er verkackt hat. Ja, ey! Jede einzelne scheiß Mine finde ich, Junge! Ein wunderschöner Kuna, meine Tatas. Geil, dass ihr wieder heute so zahlreich dabei seid beim legendären Puzzle, Escape Room, Troll, was auch immer das ist. Die Leute lieben es. Heute quatschen wir ein bisschen über die Gamescom, ist nämlich wieder vorbei. Mit dabei haben wir Nugi, Deko und Schmaris. Ein wunderschön. Einen wunderschönen Hasta la Machala, Muchachos. Der Nüsschen ihm seien massiert. Ich hoffe, ihm geht nice. Hallo. Knackers. Geil, oder? Nein, es wird nicht geil. Wow. Von wem ist das nochmal hier? Ist das wieder von Deko gewesen? Nein. Von wem ist was? Da seht ihr schon! Troll, sieht das nicht schön aus? Ist ein richtig schönes Thumbnail einfach nur. Nein. Jeremy, nein. Ich mach's sehr einfach für dich. So, nein. Bam, Thumbnail fertig. Geld überwiesen. Nice. Easy money. Nein, das fängt schon an, Alter. Also, ich frage einfach mal erst einmal in die Runde an Aris und Nugi, wie war eure Anfahrt zur Gamescom? Die Anfahrt, die war gut. Lustig. Also wirklich, ich bin ja erste Klasse gefahren und hatte... Digga, erste Klasse? Ja, Logo, was denkst du? Sitzplatzreservierung, ja. Es war wirklich, das war Bombe. Ey, wann hast du gebucht? Ich glaube so vor 2 Monaten, 3 Monate. Was hast du bezahlt? Also, ich habe jetzt insgesamt 104 Euro plus 6 Euro für die Sitzplatzreservierung. Also 110 Euro habe ich jetzt bezahlt für hin und zurück. Der ist auch nicht weniger großartig, als Sie bezahlt haben, glaube ich. Ne? Aber ich bin von mir bis zur Gamescom. Also das ist schon ein weites Stück, ne? Ein bisschen weiter als... Ja, das ist weiter als bei uns ein bisschen. Ja. Und wir haben, glaube ich, ungefähr das gleiche bezahlt, allerdings halt nicht für die erste Klasse. Aber ganz ehrlich, ey, erste Klasse ist doch vollkommen Lachs, ey. Vor 2 Monaten schon gesucht. Erste Klasse ist schon Bombe. Also, ist schon gut. Leute, guck mal, wo ich bin! Hello! Hi, Deko! Hello! 1-0 für mich übrigens. Oh, 1-0 für mich, Junge. Okay, das scheint hier nicht richtig zu sein. Da geht's nicht lang. Jungs, ich hab was gefunden, das ist unsichtbar. Klassiker. Ihr müsst, ihr spawnt dann links an der Seite in so einem Gang. Links an der Seite. Hallo. Okay, aber erste Klasse oder zweite Klasse bei der Deutschen Bahn ist Arsch wie Hose. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Hallo, weiter, da hinten links. Ist schon ganz nice, ey. Achso, da. Echt, finde ich gar nicht. Digga, habt ihr es immer noch nicht? Nee. Ein weiter, ich glaube, da wo Aris jetzt ist, da jetzt links. Ich versuche den Leuten das hier gerade zu erzählen, wie sie hier weiterkommen. Lol. Ich bin auch weitergekommen. Ich habe hier was gesehen. Mal, mit dem Speed über so eine Mülltonne springen. Dieser Schwanzgrabscher, ey. Digga. Ja! Da sind sogar Minen versteckt, Alter. Was zum Fick, ey. Fick meine Eier. Jetzt muss ich alles nochmal suchen. Alter, jetzt kann ich bloß den beiden Lackschuss hier zeigen, wo sie lang müssen, ey. Aris, wie bist du angereist? Weil sie wissen schon. Wir sind mit dem Auto gefahren. Das war eigentlich ganz angenehm. Digga, da hatten wir alles dabei. Zweite Klasse, erste Klasse und Auto. Ja, Sarah war so frei, hat mich mit dem Auto abgeholt. Bei Fernbeziehungen und so, die wohnen ein bisschen weiter weg. Digga, der ist Service, extra, ey. Ja, ist dann extra hierher gefahren und dann sind wir von hier zu unserem Kollegen gefahren, wo wir dann halt auch gekannt haben. Okay, wie lange seid ihr gefahren? mit Pause und so hatte ich 5 Stunden und sie 7,5. Boah, alter Schwede! Ja, ich wohne ja halt. Ja, ich wohne halt wirklich komplett im Norden und sie halt nicht so. Sie wohnen. Hättest du wenigstens die Mühe machen können, hättest du irgendwie in irgendeine Stadt fahren können, die auf dem Weg liegt, dass ich da einsammeln kann. Ja, da liegt ja nichts auf dem Weg. Also da wäre original rein gar nichts auf dem Weg gewesen. Zwischen dir und Köln liegt nichts. doch, Hamburg. Ja, schon. Aber ja, aber Hamburg ist ja eine kleine Stadt. Oh, ich hab hier den Kaktus kaputt gemacht. Ich hoffe, den brauchen wir nicht.
Es könnte sein, dass es hier falsch ist, ne? Also sag ich jetzt mal so, dass wir alle hier rüberspringen und das hier aber eigentlich vollkommen knete falsch ist. Ich sag's nur mal, ne? Sonst gab's nichts. Könnte sein, ja. Habt ihr diese ganzen Rampen mitgenommen? Oh lol. Diese ganzen Tribünen, ob da irgendwas ist? Da arbeite ich gerade dran. Hier vielleicht so. Warte mal. Okay, also das ist natürlich auch eine krasse Zeit. Wir haben, glaube ich, knapp 3 Stunden gebraucht. Beim Hinweg ein bisschen länger, aber alter Schwede, 7 Stunden ist normal. Ist ja fast wie unsere Autogrammstunde, um da schon mal 7 Stunden ist ja fast wie aus Bayern, Alter. Digga, ja, 7 Stunden, Leute aus Bayern da, die sind zu lange gefahren. Naja, aber die Frau... oder aus der Schweiz oder so, ey. Franke Scheiße. Nee, ich auch nicht. Digga, ist doch bestimmt falsch, was wir hier gerade machen. Labert mich doch nicht voll, ey. Okay, Digga, dann 100 Pro Gamescom. Ist hier eine Bank drin. Erste Frage an Ares, wo hast du gepennt? Unterkunft? Bei einem Kollegen. Der in der Nähe wohnt. Digga, quasi. Gratis, man kennt ihn, ja? Ja. Du hast also keine 900 Euro für ein 40, oder sagen wir mal 20 Quadratmeter Wohnung bezahlt? Nein. Okay, dann hast du schon mal schlauer gemacht als wir. 800 haben wir bezahlt, 800. 880, Digga. Eine 870, wenn du, oder 878, wenn du ganz genau sein willst. In der Meinung, es waren 790 oder irgendwie sowas. Nee, es waren 870. Sicher? Oder 800, ja, 878. Warte, ich schau nach, ey. Schau nach. Jetzt will er es genau wissen. Jetzt will ich es genau wissen, hallo. Nee, aber was das anbelangt, habe ich eigentlich Glück. Weil das haben wir halt extra. 877 Euro, fick mich, ey. Oh, guck mal, da habe ich mich sogar um 1 Euro vertan, ey. Digga, richtig, also unsere Kamera, Butze, Digga. So unverschämt, Alter. Also, heftig, wenn man die dafür, nur nicht funktioniert. Wenn man dafür 50 Euro bezahlen müsste, in der Nacht, dann wäre es okay. Gerade eben so noch okay. Und wir haben eiskalt am Ende irgendwie 270 bezahlt oder so, pro Nacht. Digga, mein Lebenstraum, ey. Ja, mein Lebenstraum, den ich mir erfüllt habe. In Marina Bay Sands. Mit dem größten Infinity Pool obendrauf. Okay, es war auch teuer. 500 Euro die Nacht. Aber das war in Singapur das krasseste Ding überhaupt. Und jetzt irgendwo mitten in Köln, in so einer richtigen, in so einem Moloch, Alter, wo die Urukai-Krieger, Alter, geboren werden. Da, wie viel haben wir gezahlt? 878? Hallo! Bei 3 über Nacht. Oh! Wo ist er lang gekommen? Wo ist er lang gefahren? Das war hier irgendwo. Hier? Profi Deko! Ich hab gerespawnt, war wahrscheinlich nicht so smart. Profi! Ja, dann sag, du hast bei mir auch abgegeiert. Digga, ich hab noch gar nichts abgegeiert. Ich hab bis jetzt jeden Punkt gefunden, Alter. Ja. Mieser Lachsnacken, du Alter. Du mieser Schimmelpeter, Alter. Also wo? Hinter so einem Gitter. Ach da. Wo so Absperrungen stehen. Ah, ja. Den hab ich auch gerade gesehen. Rechts da, Marvin. Hello. Ich bin jetzt ein Go-Kart. Oh. Ja, also wir hatten, glaube ich, eine 24, 25 Quadratmeter Wohnung. Ich bin draußen. Ich bin auch draußen. Mit 3 Mann. Wir hatten, was ja unverschämtesten fand bei unserer Butze war, dass unsere Matratzen, ja, von unserem Bett, die Matratzen waren eiskalt noch eingewickelt im Plastik. What? Lol. Das heißt, so bei der Luftfeuchtigkeit und sowas hast du halt nachts über richtig hart geschwitzt und es hat die ganze Zeit so geknistert. Hättest du die nicht auspacken können? Digga, also ich glaube, das ist ein normaler Schutz. Aus, Alter. Ach so, normaler Schutz, okay. Ja, gut. So ein Schutz einfach, dass die ganzen Hotelgäste. Ja, aber so ein kacken. Schutz ist doch normalerweise auch als Stoff. Das hast du doch. Ja, also schon. Sowas habe ich aber mir auch drauf zu Hause. So Matratzen, aber halt aus Stoff und nicht aus Plastik, Alter. Wahrscheinlich haben die es gemacht, damit keine Flüssigkeiten da einziehen. So. Ja, die haben wahrscheinlich gedacht, Digga, die haben so das gemacht, Party gemacht, ne? Selbst wenn da Flüssigkeiten reingehen, Alter, diese scheiß Butze hat auf 3 Nächte 800 Flocken, fast 900 Flocken gekostet, Alter. Ja, dann hätten die den Schutz echt wegmachen können. Die hätten so eine Goldecke aus echtem Gold zusammenstellen müssen. Also, Alter, da hatten wir auch nur zwei Handtücher, was ein bisschen scheiße war, weil wir mit 3 Leuten da gepennt haben. 2 Handtücher, nur, die man sich dann teilen musste. Die Fernbedienung hatte keine Batterien mehr. Ja, wir können es ja mal sagen, ne? Stand der ganz groß. Der Fernseher war ungefähr 16 Zoll groß oder so. Lol. Wow. Digga! Also es stand ganz groß und fett drauf. Dieses Apartment ist nur für 2 Personen. Die reisen an natürlich zu dritt, man kennt ihn. Natürlich. Aber ganz ehrlich, bei dem Preis hätten wir mit 80 Leuten dahin fahren können, Uns wäre immer noch überteuert, Ach, der Dude, der euch auch gefilmt hat, der war mit dabei. Das genau, das ist mein Cousin, genau. Ja. Der Scharlach. Der Lull. Der Scharlatane. Schala. Hey, Schala.
Ja, Nugi, du hast ja... Ist hier nix. Wir haben jetzt ordentlich gelästert über unsere Wohnung. Wo hast du gepennt? Du hast ja in so einem richtigen Tempel geschlafen, ne? Ja, wir haben uns ein Airbnb gemietet. Ich glaube, das war auch nur für 6 Leute und wir waren nachher, glaube ich, zu 10 da drin. Ja, undercover, man kennt also, ihn, oder? Wir haben auf jeden Fall nachgefragt bei dem guten Frankie, ob das in Ordnung geht. Frankie, können wir 2 Leute hier mehr nehmen? Ja. Meint er so, ja, kein Problem. Aber ihr wart doch nur zu 6 eigentlich, oder nicht? Also offiziell durften da nur 6 Leute rein. unsere Gruppe war natürlich nachher größer. Ja, man kennt den so, dann ne? Dann ist einer nachher irgendwie noch dazugekommen, dann noch einer dazugekommen, einer ist wieder abgereist, dann kam noch jemand dazu. Ich hab hier was gefunden, nur hier müssen wir irgendwie rein. Ich hab keine Ahnung, wie wir da reinkommen. Rein? Ich hab auch was gefunden. Also, rein. Weil hier ist eine Rampe, wo so ein Pfeil hin zeigt. Rein? Ach so, hier. Da. Und dann nach oben geht und der geht direkt zum Punkt. Gut. Hey, Aris, wie bist du denn gekommen? Ah, lol. Wie? Lol, ich sehe was. Da ist so ein Flieger. So ein Flugzeugwrack, so ein Jet. Mach den Flug, am Flug, Cockpit, Flug. Am Cockpit, mach am Cockpit, den Cockpit ist Schrauber, genau. Schrauber, Schrauber, ja, mach den Helikopter. Jetzt einfach hier rauf. Ja! Willst du mich verarschen, Moni? Digga. Einfach in die Zeit zurückgereist, um mit mir selber essen zu gehen, Digga. Ich hab mich selber geschwängert, ey. Übrigens, ne, geiler Film. Ich sag euch jetzt schon mal die Pointe. Es gibt einen Film, wo jemand sein Vater, seine Mutter und sein Sohn gleichzeitig ist. Ah ja. Richtig, richtig crank, oder? Richtig crank. Warum guckst du dir solche komischen Pornos an? Ich bin hier fast in so ein Loch. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Drin? Ja, hier rein. Lol. Nein. Perfekt. Lol. Okay. Bin da. Und mal schauen, ob es funktioniert. Ich fahre jetzt einfach mal hier lang und... Das ist falsch. Lol! Hä? Ich bin wieder hier! Hi! Hi! Ist richtig falsch? Oh, warte mal, aber ich hab... Ich würde es nochmal versuchen, vielleicht mehr Speed mitnehmen einfach. Aber da ist auch so ein Pfeil. Achtung, ich teste. Oh, Achtung. Oh, das sieht doch gut aus! Oh, nein, nicht rüber! Ich bin rübergeflogen! Ey, fick mich, Alter! Was denn da? Müssen wir da runter? Ich bin richtig, ihr müsst da unten rein. Dürfen wir den Franklin dann machen? Nein, natürlich nicht! Hä, sonst müssen wir die Scheiße machen! Warum fragst du überhaupt, du dreister Ficknacken, Alter? Der Ares ist auch nur da oben drauf! Okay, also Nugi hatte jedenfalls außerhalb von Köln eine richtig krasse Partybutze mit Partykiller und so. Und hat da ordentlich Attacke gemacht, ne? Wir haben da richtig Attacke gemacht, ja. Wir wurden schon einmal von dem Nachbarn böse angesprochen. Wow, ja, ey. Der kam dann nachts am Fenster und meinte dann irgendwie was von wegen... Man kennt ihn, ne? Nicht verstanden. Oh, ich bin schon wieder knapp dran vorbei, Alter. Aber wegen Deko müssen wir es jetzt ja richtig machen. Aber Nugi war ja auch... Wie weit weg war das jetzt? Eine Dreiviertelstunde außerhalb oder so. Also 20 Minuten mit dem Zug. Ja, okay. Also dann bist du aber auch direkt Köln-Messe-Deutsch gewesen, ne? Ja, also das hat auch was. Ja, okay, das ist dann schon, das ist okay, muss ich sagen, das ist okay. Ja, wir haben auch 14 Minuten gebraucht. Ich würde sagen, wir haben auch so 20 Minuten. Erstmal natürlich mit Roller suchen. Ich flieg rüber, nein. Wir sind ja mit dem E-Roller dahin gefahren, von unserer Butze aus, mit dem E-Roller zur Messe hin. Ja. Und das Ding war aber, dass diese E-Roller in Köln einfach mega viel benutzt werden. Und man dementsprechend hatte ich so noch nie, erstmal ein paar Minuten lang suchen musste. Bis man Support. Für 3 Leute E-Roller gefunden hatte. Support bitte. Hänge wieder auf der Seite. Leute, Support. Wenn wir kurz rüberkommen. Ares, geh mal weg da. Gib doch Schubsen. Also eigentlich muss man sagen, wäre dann Nugis Ding doch gar nicht so schlecht gewesen. Das ist unglaublich. Aber wir sind auch am Überlegen, entweder mieten wir uns das nachher nochmal für nächstes Jahr schon. Also jetzt schon mieten. Schick mal einen Link. Nee. Weggebucht. Ja. Entweder wir das gleich oder wir finden... Ich glaube, jeder hat 143 Euro bezahlt. Wie viel? 143 Euro hat jeder bezahlt nachher. Das geht. Also das geht echt. Wirklich. Also ich glaube, im Endeffekt kostet es, glaube ich, 1200 oder so. Ich lande einfach immer nur auf dem Dach. Aber wie gesagt, wenn du mit mehreren Leuten da, dann teilst du es halt einfach easy peasy auf. Das stimmt. Ich brauche nochmal Support hier. Ja, warte, ich helfe dir nicht. Support. Oh, jetzt! Ja! Oh yeah! I've got the point! Support! Auch gewesen. Herr Deko bleibt irgendwie nicht hängen. Scheinbar ist er so ein Lauchrenz. Ich war jetzt, ich kann einfach nur gerade ausfahren. Wie hast du das gemacht? Hier unten drauf, Nugi, Ares, hier. Ich habe nur den halben Anschwung genommen. Also, wenn ihr ganz hinten an die Wand fahrt, ist ganzer Anschwung und davon habe ich die Hälfte genommen. Okay, aber wenn das so der Fall ist, dann komme ich die ganze Zeit nur gegen die Hauswand. Achtung, mach mal, ich fahre. Jetzt bin ich wieder ein Land. Aber
Ey, zur Info, ich habe das Ding herausgefunden, ja? Ares hat herausgefunden, wie man hier draufkommt und ich habe herausgefunden, wie man... Wie es da weitergeht. Ja, bei mir geht's irgendwie auch nicht. Ich fahre auch nochmal gerade. Das ist nee. Käse, die Scheiße hier. Ich komme auch nicht. Ich komme immer nur aufs Dach. Ja, das war ja. So easy. Ich bin nicht einmal ja, dann hast du da... Ich bin einmal da aufs Dach gegangen. Dann war ja, dein Typ anders verbuggt. Ich fahre ihr Ficken an, Alter. Den Punkt. Ich hab den Punkt! Digga, sogar Nuja das vorher geschafft. Aber also. Rüberfliegen, ne? Egal. Digga, es ist so todesrandom, Alter. Die Rampe wäre schon zu obvious, oder? Digga, es ist so todesrandom. Ich fahr gerade. Ich fahr straighter, als man straight sein kann. Ja, das Loch hat ja verschiedene große Seiten, ne? Die müssen wirklich mittig ungefähr fahren. Ihr dürft wirklich nicht. Oh, bitte! Ey, ich spring einfach dran vorbei, ey, das ist doch so einfach. Also nimm mal weniger als die Hälfte. Ansonsten springst du wahrscheinlich wieder rüber, so wie ich. Ja, ich hab's jetzt geschafft, zweimal, nee, dreimal zu springen. Okay. Mindestens dreimal. Okay. Oh, ich hab was gefunden, ich hab was gefunden. Okay, wir hätten die Anfahrt, oh! Wir hätten... Oh. Oh, ich hab's gefunden, oder? Die Unterkunft? Ja. Oh. Anfahrt. Arif? Was ist da passiert? Das war jetzt kein Fake-Punkt, ich bin auf den Kopf gelandet. Ah, lol. Hä, dann explodieren wir doch nicht. Ja, doch, ich schon. Oh, jetzt muss ich hier respawnen. Ja, ich hab... Ja... Ja, ich komm dann ein paar Jährchen, ne? Das mit dem Speed war ein guter Tipp, also fahr da bloß nicht zu schnell. Ja, ey! jede einzelne scheiß Mine finde ich, Junge! Ach, können wir Waffen benutzen? Nee. Diese Ficknacken-Kacke. Aber wie habt ihr die Gamescom wahrgenommen? Sehr anstrengend. Hey. Sehr anstrengend, aber es war echt geil. Vor allem Freitag, Samstag war ich ja auch noch da und es war so voll, Digga. Digga, es war todesvoll, ey. Also ich muss sagen, Mittwoch war wirklich der beste Tag. Mittwoch? Mittwoch, ja. Weil schön, schön leer war, ne? Genau. Die konnten da ja rauf und am Donnerstag war schon ehrenlos. Aber habt ihr gezockt? Ich habe irgendwas gezockt? Nicht. Überhaupt nicht. Ich habe mich noch nicht mehr irgendwo angestellt. Ja, ich auch war nicht. Alter, ich wollte unbedingt Zeit dafür. Ich wollte unbedingt diesen Squid Game Stand sehen, ne? Von Netflix. Ich habe den kein einziges Squid Mal Game? Gesehen. Ja. Bist du mal dran vorbeigelaufen? Der war in der Halle 9. Ja, ich bin da kein einziges Mal gewesen. Ich wollte unbedingt dahin. Weil den habe ich auch nicht gesehen, muss ich sagen. Ich glaube, in Halle 9 waren wir nicht. So ein Slushy hast du, glaube ich, bekommen. Slushy und irgendwas, glaube ich, so ein Stück Pizza bekommen. Alter. Ja, und ich wollte unbedingt dahin auch noch. Ich und ich haben auch gar nichts mitgenommen. Null. Also gezockt habe ich. Ich hätte ganz gerne Tekken gezockt. Ich hätte ganz gerne Stalker gezockt. Mhm. Ich hätte mir ganz gerne die halbe Stunde Gameplay-Präsi von Starfield angeschaut. Auf Starfield bin ich sauer. Ich hätte ganz gerne Black Myth Wukong gesehen. Warum bist du sauer? Weil die das, glaube ich, mit dem Bändchen gemacht haben mit Gronkh. Ich wollte Gronkh unbedingt treffen und ja. Das war sowas von nicht möglich. Digga, ey, ich komme die ganze Zeit nur aufs Dach. Wie, Digga, wie? Wie hat das dann bei dir funktioniert, Ares? Wie? Ich hab nichts von dem Wellblechdach berührt. Mama mia. Ja, genau, muss mich einfach nur schmuf da durchspringen, Marvin. Mama. Der nächste Punkt ist übrigens auch fertig jetzt. Digga. Du hast die blaue Rampe, ne? Weg. Nee, ich hab die Medium Speed genommen. Digga, ich kotze ja, gleich! Ist einer von euch beiden ist da schon rübergefahren. Rampe mit Speed. Ich ist ein Leiter. Aber rückwärts fahren. Also ich hatte leider auch gar kein Game, was mich da so ordentlich fasziniert hat, muss ich sagen. War eher so, ja, wir gehen hin, Community Service für die Autogrammstunden und es war richtig geil, ey. Ja, ich muss also, sagen, ich war echt positiv überrascht eigentlich. Also ich hatte im Vornherein hatte ich überhaupt nichts an Games, die ich irgendwie sehen wollte. Und am Ende hätte ich jetzt doch gerne schon so 4, 5, 6 Games schon ganz gerne gesehen. Aber ne, halt nicht mit 2 Stunden anstellen. Payday 3 wollte ich mich anstellen. Hab ich gesehen, so die Stunde. Oh, Payday 3 hätte ich auch zocken wollen. Fick die Warteschlange. Dann sehe ich so halbe Stunde, Stunde, 1,5 Stunden, 2 Stunden. Hä? Und dann hab ich gesagt, alles klar, nein. Digga, ich scheiß mir gleich in die Augen, ey. Ich hab hier schon wieder was Geiles gefunden. Bin immer noch bei dem Sprung, ey. Wo soll denn hier ein Speed sein, Alter? Die blaue oder die lila, ne? Yeah! Wie bist du überhaupt da hochgekommen, Luigi? Ey, da ist eine graue Rampe hinterm Haus. Perfekt, genau in dem Moment, als du es ja gesagt hast, bin ich da schon draufgefahren. Aber du musst rückwärts fahren, ne? Graue Rampe hinterm Haus? Die graue rückwärts? Eine graue Rampe hinterm Haus, rückwärts, genau. Der ist ja ein Speed. Und wenn ihr den vorwärts rüberfahrt, dann werdet ihr einfach weggejodelt nach sonst was.
Also ich hab's vorwärts geschafft. Wo? Dann kommst du aufs Dach, ne? Wow, ja. Da ist deine gelbe Rampe. Ja, genau, genau. Digga, ich schwanz euch gleich. Und da ist dann eine Rampe etwas versteckt. Das sind zwei Rampen obvious und eine Rampe ist etwas versteckt. Und die versteckte Rampe ist es. Okay, das war zu weit. Aber ich hab noch hier keine. Wait. Okay, die ist hinterm Haus halb eingebaut, die Rampe. Ja, ich sehe sie gerade, glaube ich. Ich möchte nur mal kurz einen Shoutout an alle Muchachos da lassen, die bei uns da waren. Deswegen Kuss geht raus, ey. Wir haben echt an den Tagen gedacht, kommt überhaupt irgendeiner? Und dann war es am Ende so voll, es war echt schön. Ich glaube, es war eine Fake News, aber Scharlach hatte rausgesucht, gerade als wir auf dem Weg waren zu unserer Autogrammstunde morgens, hat er rausgesucht, dass Montana Black Autogrammstunde macht, Stream anfängt und da auch Gönnergy Energies verteilt. Da dachten wir uns natürlich schon, okay, geil, Digga, wenn während unserer Autogrammstunde Montana Black anfängt, irgendwelche Gönnergies zu verteilen, dann wird bei uns niemand sein. Und am Ende mussten wir doch wieder 2 Stunden überziehen. Ja. Also hat uns sehr, sehr gefreut, dass ihr am Start gewesen seid. Es war wirklich das Herz ist mir aufgegangen. Und eiskalt, es hat sich jemand unsere Autogramme, die wir ihm auf der Gamescom gegeben haben, tätowiert. Ja. Alter, ich hab das in der Story gesehen. Ich zeig euch das, Muchachos, ich zeig euch das Bild. Also das ist nicht das erste Mal vorgekommen, es gibt schon ein paar Muchachos, die das auch schon gemacht haben. Aber direkt auf der Gamescom, direkt straight, das ist glaube ich First Try. Digga, wo hab ich das? Oh nein, ich verkackt. Ah, danke schön, Aris. Oh, oder auch doch nicht. Aber das ist doch ja, das war dann wohl die... Ich glaub, das ist halt... So, Muchachos, guckt euch das an. Der gute Dennis, einfach eiskalt. Auf dem oberen Bild haben wir unterschrieben und das untere ist tätowiert. Eiskalt. Extra Mühe gegeben. Küsschen, Dennis, Digga. Natürlich auch an alle anderen Muchachos, die so verrückt sind, unsere Autogramme sich tätowieren zu lassen. Küsschen an euch. Ja. Aber einfach krank, da live auf der Gamescom. Leider, er wollte es uns eigentlich noch live zeigen, aber wir waren dann, zeitmäßig war das, weil er, glaube ich, am Samstag nicht mehr da war und wir am Freitag dann schon, wir haben uns dann verabredet. Wir waren ja mit unseren Mods auch essen. Am, Friday. Ah, das weißt du, wie es hier weitergeht? Keine Ahnung, das Problem. Ganz kurz, wir sind jetzt auf dem Dach drauf, wie... Geht's hier weiter jetzt mit der schwarzen? Habt ihr die beiden bunten Rampen da, oder was? Ja, oh, hier einfach den schwarzen Kollegen. Genau, okay, hab's. Also, Highlight auf jeden Fall, jeweils 1,5 Stunden, Freitag und Samstag Autogrammstunde und gemacht dann im Endeffekt immer 4. Also eiskalt 2,5 Stunden immer erweitert. Digga, es war richtig gestört. So viele Leute kennengelernt, so viele Namen, die uns bekannt waren, gesehen, denen wir jetzt endlich ein Gesicht zuordnen können, was richtig cool war. Ja. Also es war schon echt sehr, sehr geil. Und wir konnten ein bisschen was verlosen. Wir haben 2x von Sidness S so einen Gaming-Stuhl verlosen dürfen. Richtig geil. Und 2 JBL Quantum Gaming-Headsets. Also, hat sich sogar gelohnt, dass die Muchachos da waren. Kuss geht auf jeden Fall raus an jeden Einzelnen, der vor Ort war. Wirklich. Ja, und also natürlich auch an Sidness, die uns natürlich das erlaubt haben, da 2 Stühle, das sind ja auch schon, ich glaube, sind dann über 1000 Euro, glaube ich, und die beiden Headsets da zu verlosen. Ja. Deko, wohin? Ich hab keine Ahnung, ich weiß hier noch, ich bin hier einmal... Aber Luki ist doch durch! LOL, ich bin wirklich durch! Hä, wie das? Auf! Die Straßenbahn war mein erster Guess. Digga, eiskalt, Nugi? Ne, 53 Punkte insgesamt, das glaube ich nicht. Oh shit, du musst mir mal ein bisschen Gas geben hier. Ja, wo denn jetzt, Nugi? Ja, mach doch da auch. LOL. Digga, ich... jeden Punkt, Alter, kaum mal ihn vor, Alter! Das kannst du keinem erzählen, Alter. Nugi, wo? Los, gib mir Bescheid, hallo! Okay, ich gebe euch einen Tipp. Warte, warte, ich will noch ein paar Mal hier selber ausprobieren. Okay. Okay, gib noch einen leichten Tipp, aber. Einen leichten, aber. Zug. Hä? Das ist alles, Zug. Vielleicht hier hinten. Hier ist auch noch Zug. Hä, aber Zug ist... Da hinten ist ein Zug? Ne, hier ist so Gleise, weißt du? Sagt einfach nur Zug. Zug und macht eure Augen auf. Das ist schon wieder zu viel. Zug und das war's. Zug? Das war's. Hä, aber... Ja, Zug. Einfach nur Zug. Alter, hier sind massig Punkte, ne? Also, Digga, los! Ab hier. Zug, Zug? Ja, bei diesem Scheiß in der Straßenbahn-Kacke war ich doch. Wo ist der Punkt jetzt hier? Hä? Ist der da oben drauf? Oh, der ist da oben drauf. Hab ich hier irgendwas nicht gesehen? Hier geht's auf jeden Fall. Also es war uns auf jeden Fall, Muchachos, die Gamescom ein inneres Kerzenstreicheln.
Es war wirklich geil. Richtig geil, richtig viele Leute getroffen. Ja, wir hatten ja sogar, wir hatten ein 7-jähriges Mädel da. Richtig, richtig heftig, cool, ja. Wir hatten einen, wie alt war der Herr, 45 oder sowas? Mit der ganzen Family? Ja. Also es war mega, mega cool. Auch wirklich alle Altersgruppen vertreten. Komplett, ja. Richtig nice. Ich glaube, ich habe den Punkt. Ja? Ja, ich habe den Punkt. Oh, perfekt. Okay, irgendwo also nah dran dann. Ich habe die ganze Zeit jetzt außerhalb gesucht. Ich kann euch nur sagen, Nugi hat recht. Ja. Ganz cool. Nugi hat recht. Hallo, tschüss. Möchte. Okay. Ja, dann verrat mal ein bisschen mehr. Jetzt haben es ja schon zwei. Ja, ist so. Hey, und der Abend mit Havoc und Petcat. Sag doch mal, wo? Und den anderen hat mir auch echt Spaß gemacht. Hallo. Schön geil essen gewesen im Ash. Wo? Ich hab's auch, glaube ich. Arsch. Ja. Hä? Da haben wir unsere Mods auch eingeladen. Erstmal auf Firmenkosten. Richtig dick Steak essen gewesen. Auf der Seite, oder wie? Aha, und wo war meine Einladung? In diesem Ficker. Du warst nicht da. Wo jetzt? Ja, stimmt. Ich war nicht da. Also das ist falsch, was du da gerade machst, Aris. Marvin, Zug! Das war der erste Try, den wir hatten, Aris. Das ist falsch. Also meinte Deko auf jeden Fall. Fahr Zug und mach deine Augen auf. Ich nehme zurück, dass es falsch ist. Und ey, dein Ernst jetzt? Ey! Digga, man darf Deko aber nicht vertrauen, ey. Digga. Richtig mieser Ficklappen, Alter. Statt aber selber nachzugucken, ey. Ist einfach, ich bin halt schon auf den Zug gekommen, dies, das, aber... Ja, genau. Jetzt machen. Da. Digga, ist einfach... Nugi hat was entdeckt. Vielleicht ist doch... Warte mal, hier... Okay, ist ein bisschen schief. Kann man hier irgendwie hier rüberfahren? Ja, kann man. Oh. Digga, es ist einfach Deko. Laber mich nicht zu, du mieser Ficknacken, Alter. Also du musst da drauf fahren, nur rechts rüberfahren jetzt, Aris. Jetzt rüber, rechts rüberfahren. Okay, ich bin der Einzige, der hier mal was weiter sagt, ey. Hallo! Ey, fick dich! Ich hab euch die ganze Zeit jeden Punkt vorgekaut, Alter. Ja, warte. Ich wollte jetzt einmal nicht hier den Tipp von Nugi noch weiter ausweiten, Alter. Das war mein Lörres, Alter. Den hast du schön vorgekaut, ey. Digga, dein Lörres, Alter. So wenig zu kauen, ey, da werde ich noch nach 5 Jahren nicht satt, ey. So random, Alter. Digga, das 2 mm Teil, ne? Okay, habt ihr schon den nächsten? Gamescom ist auf jeden Fall schön, weil man euch da draußen halt treffen kann, ne? Ja. Das ist so der Knackpunkt daran. Immer wieder geil auf jeden Fall. Es waren auch richtig viele Leute da, die uns erzählt haben, dass sie nur wegen uns da waren. Heftig. Nur deswegen zur Gänze. Teilweise, wir hatten ja sogar Leute aus der Schweiz am Start, die nur Österreich, mit uns gekommen sind, Alter. Ja. Hauptsache aus der Schweiz angereist, nur um uns zu treffen. Digga, das ist schon ein richtiges Eierkraut. Kranke, geile Typen. Richtig geil, ey. Da hinten habe ich was gesehen, aber die lila Rampe war zu obvious. Ich glaube nicht, dass sie richtig ist. Die lila Rampe bin ich auch schon gefahren, ja. Ja, okay. Und Nugi hat den Punkt! Nein! Ich liebe dieses Game hier. Das gefällt mir das richtig cool. So, was hat Nugi da gemacht? Da war sogar. Nugi kam aber. Soll ich euch einen Tipp geben? Hau raus, Digga. Pass auf, der Tipp. Doch, ich will einen. Wenn man etwas. Wie soll ich das nennen? Ja, wenn man etwas großziehen möchte, muss man das irgendwo reinstecken. Eine Lupe. Nein. Eine Lupe braucht Marvin auf jeden Fall, wenn er was irgendwo reinstecken will. Du willst Mais hier Ja, weil das sonst anbauen. So klein aussieht gegen... Nein, du willst Mais anbauen, aber wo baust du Mais an? Auf dem Feld. Auf dem Feld. Lupe. Also, geht zum Feld und guckt. Auf dem Feld, okay. Hier. Hier ist ein Feld? Nee, das sind alles so Rinderställe. Also, ihr müsst... Achso, warte mal, ich komme mal ein Stück zurück, dann kann ich euch noch ein bisschen helfen. Okay, das ist auch eher so ein Obstbaum, wenn du müsstest hier sein. Also, es ist ein bisschen unauffällig, aber doch schon ein bisschen auffällig. Es ist auffällig. Ja, also der Punkt ist wirklich krass. Warte mal. Wer ist denn da ganz hinten? Du war bei Deko ungefähr. Kommt das hin? Ja, Deko. Deko? So, willst du vielleicht einfach die Lösung sagen? Ja, Deko ist, glaube ich, ganz richtig. Oh, da hinten sehe ich doch jemanden fliegen. Wie ein Flugzeug. Und ich flieg rüber. Oh yeah, ohne den Baby. Punkt zu kriegen natürlich. Verdient, Digga, verdient.
Digga, verdient, Alter. Der hat noch nichts hier selber geleistet, Alter. Digga, allein der erste Punkt, du Informationen saugen. Wie so ein Informationsparasit, Alter. Informationsparasit. Einfach an Informationen. Digga. Oh, fuck, das war... mehr Speed. Ja, hab ich gerade gesehen. Hier, wo Deko ist ungefähr, ja. War auch dezent zu langsam. Ja, Alter, wie schnell! Ey, und schon wieder nicht! Oh ja, riecht voll scheiße, Alter. Haben wir mehr? Noch mehr? Nein, Digga, ich mach das so, Brudi. Ja, okay. Dann mach mal, dann mach mal. Oh! Und zu wenig. Aber leider nur, weil ich daneben gesprungen bin. Sonst wär's nice. Und es hat explodiert. Explosion! Schnell noch vor Deko hinstellen. Dieser Lag-Snack, Alter. Ja, er hat es, oh, oder? Oh, nein, ich hab's schon wieder nicht, ey! Was? Und es klingelt. Oh. Oh, mein Paket. Das ist jetzt aber schade. Und jetzt aber, ne? Krieg ich's auch hin? Skidda! Skubidibubabidibidibabababu! Okay, noch mehr Speed? Okay, okay. Oh, wir sehen uns mit dem Ziel, hallo. Alter, Nugi ist halt wirklich eiskalt weitergecruised. Nein! Nein! Digga! Ey, ich nehme aber auch jeden Scheiß mit hier, ey. Ich glaube, mein Auto ist schon zum Eimer. Jetzt aber, oder? Digga, finally! First try übrigens. Schön. So. So. Gut, ui. Aber ich würde sagen, hier warten wir mal kurz auf Deko, ne? Mal, ja. Wenn Deko noch ein bisschen länger weg ist, ich glaube, dann fliegt er raus, oder? 300 Jahre später! Transgrapture. Wie kommt Deko, wir alle haben es jetzt, ey. Außer du. Ja, wow, vielleicht nicht am PC angeben. War, was... Digga, was für ein Spaß dir. Ich geb dir Windschatten. Ja. Digga, ich warte auf den Jungen, er frontet erstmal. Richtiger Lachsfurz, ey. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass du gemeckert hast. Und, kommst jetzt easy drauf? Geht doch, ey. Haben wieder rübergerutscht, aber dabei immerhin den Punkt eingesammelt. Hätte man das nicht meckert, Hunter, oder so? Okay, dann gehen wir weiter. Ey, man hört richtig so, davor Deko war erster, richtig fröhlich noch in der Stimme. Jetzt ist sein letzter, seine Klangfarbe, seine Stimmfarbe. Geist mehr Bock hier. Alles scheiße. Digga, das ist einfach der Dekosche Effekt, ey. Digga, ich bin einfach gerade nicht da, weil ich was annehmen muss an der Tür, Alter. Effekt, ich komm wieder. Deko, du bist letzter. Warum bist du so schlecht drauf? Dieser Spasti, Alter. Deko, das ist der Dekosche Effekt. Wenn ihr letzter seid, dann seid ihr salzig. Der Dekosche Effekt. Dekosche Effekt ist, dass dein Arschloch gleich salzig ist. Digga, so random, ey. Okay, ihr habt hier schon was gefunden oder immer noch nicht? Nö, aktuell noch nicht. Wir haben ja gewartet. Gewartet, ey. Ja? Okay. Ja, okay, ich glaube euch. Tust eh nicht, aber egal. Also bisher war aber nichts Unsichtbares. Also doch, am Anfang, nicht, auf jeden Fall. Am Anfang war ein bisschen unsichtbar. Mhm. Aber danach nicht mehr, oder? Straßenbahn, also, könnte man auch sagen, war unsichtbar. Ne? Er ist unsichtbar. Aber bisher waren es irgendwelche Klacko-Rampen, ne? Das heißt, ich suche jetzt mal weiter nach irgendwelchen Chaco-Rampen. Ja, einfach so Billo-Dinger. Ja, einfach so richtig Billo. Okay, wir müssen anscheinend erstmal irgendwie dahin. Aber Muchachos, was wir auch aufgenommen haben auf der Gamescom, richtig Struggle. Wir haben es leider nicht hinbekommen, direkt am Rhein aufzunehmen, weil das Wetter beschissen war. Beer-Tasting! Digga, es war so richtig. Oh yeah. Zwischen einem Termin und dem anderen Termin haben wir uns erstmal ein schönes Bier-Tasting reingeolgert, ey. Wir waren beide richtig drunk. Erstmal richtig weggeolgert, Alter. Na, es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. War gut, ja. Ja. Ja, es war ein bisschen schade, dass wir es nicht am Rhein machen konnten, sondern in unserer räudigen Drecksbude. Muss man leider dazu sagen. Digga, die Bude war schon räudig, ey. Mussten wir uns da irgendwas zusammenschieben, irgendwie so einen Tisch. Der eine hatte einen Stuhl, weil wir nur einen Stuhl in der Butze hatten, der andere musste auf dem Bett sitzen. Das war schon ein bisschen erbärmlich, ja. Wie habt ihr eigentlich geschlafen? Digga, obwohl eigentlich ging's, ja. Es war ein bisschen warm, aber ja. Es war vollkommen in Ordnung. Also nach dem Beer-Tasting gut. Aber zum Glück konnten wir uns nicht komplett wegballern. Schade, dass wir auch nicht feiern gehen konnten. Bootshaus war komplett ausverkauft. Ja, war am Samstag, ne? Zu spät drum gekümmert, ja. HWZ war da. Ja. Und der ganze andere... Der YouTuber verschnitt da. Sarazar könnte ich noch als DJ definieren, weil er echt lange dabei ist. Aber Revi würde ich jetzt nicht unbedingt noch als DJ irgendwie
benennen, oder? Und Crispy Rob hat ja am Freitag oder so, glaube ich, Anime-Musik gemacht. Auch interessant, oder? Anime-Musik? Aber am Ende, muss man sagen, konnten wir nicht feiern, weil wir Samstag die Autogrammstunde hatten. Also die müssen wir eigentlich ausfallen lassen. Oder halt wirklich auf Nachmittag schieben, aber es war halt samstags um 11. Ich hab noch mit rumbitten, das noch auf 11 Uhr verlegt, eigentlich war es um 10 Uhr geplant. Und da kann man natürlich nicht irgendwie am Vorabend noch feiern gehen. Nee, sonst war ja die komplette Kölner Ring war ja geöffnet, also gesperrt für Autos und geöffnet für Fußgänger, da war richtig, da waren so Bühnen aufgebaut und sowas, alle Clubs waren offen. Oh, also hätte man auf jeden Fall, das war auch direkt bei uns um die Ecke, so 100 Meter nicht mal, hätte man auf jeden Fall Samstag noch, Freitag noch feiern gehen können. Bock gehabt hätte ich sogar auch noch, aber... Ja, noch im Gedanken dann so, am nächsten Tag muss man irgendwie einigermaßen fit sein, das raubt einen schon so ein bisschen die Motivation dann. Ja. Aber Community Service eben, ne? Ja. Waren ja super viele Leute da, die meinten, das wäre das erste Mal da. Sie wären das erste Mal jetzt am Wochenende da und haben jetzt da die Möglichkeit gesehen, uns zu sehen. Weil wir sonst einfach nur in der Woche immer da waren. Und hat ja auch mal was Gutes. Ja, nicht die waren das erste Mal zum Wochenende da, sondern die sind nur am Wochenende da. Aber wir waren halt auch nie am Wochenende da. Oder das erste Mal da, ne? Nein! Wo ist er? Den Boot! Du mieser Chuck, irgendwo da hinten, ey. Irgendwo. Alter, ist das verfickt versteckt, Digga, ey. Was ist denn mit Nugi los, ey? Mein Bildschirm voll angespuckt. Alter, das ist heftig. Ey. Das ist richtig versteckt, ey. Also, hab wirklich den ersten Platz hab ich in dieser Folge verdient. Okay, du hast den verdient. Alter, dann hab ich den zweiten verdient. Mega. Auf gar keinen Fall hast du das verdient. Das ist mir egal, Hauptsache ich bin ganz oben. Zumindest jetzt. Ich glaube, er war aber nicht da. Warte mal, wer ist denn da hinten? Deko? Meinst du da hinten? War er da? Ich hab nicht den geringsten Schimmer, wo er war. Junge, ey, das ist wirklich mega versteckt. Ich guckte auch nur so, warte mal. Und dann hab ich geguckt. Und dann bin ich da lang gefahren. Und auf einmal funktionierte das. Und ich sehe das Ziel! Nein. Oh, warte mal, hier brauchen wir noch einen Punkt. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen ruhig machen. Meinst du echt da? Wo? Warst du auf dem Haus drauf? Ja, am Ende war ich auf dem Haus drauf. Nein, ich meine davor. Das kann ich nicht verraten. Hat das bei was dem grünen Ding war ich schon. Zu tun? Nein, das hat nichts mit der grünen Rampe zu tun. Oh, Mama Mia. Ich will erster werden! Digga, wo war der Junge, ey? Der war doch hier irgendwo da hinten, oder? Ich hab nicht den geringsten Schimmer, wo er war. Leider. Er war auf jeden Fall auf der Seite. Er war nicht auf der anderen Seite, da war ich nämlich gerade. Irgendwo in den Bergen? Keine Ahnung. Ich hab nur gesehen, dass auf dem anderen Haus noch so eine pinke Rampe ist. Aber wie man da hinkommt... Ja, die hab ich auch schon gesehen. Muss man über die pinke Rampe, Nugi? Nein. Nicht? Okay. Nee. Ich wollte nur kurz lachen. Hier auch nicht. Oh, ich bin mal gespannt, ob das Ding hier funktioniert, da ich glaube, dass... Digga, wie, Nugi, wie? Also wenn ich jetzt im Ziel bin, tut es mir leid, aber ich kann euch ja zugucken. Ja. Warte. Lol. Habt ihr? Warte. Ja, wir haben noch es, nicht. Glaub ich. Ja. Noch nicht? Aber ich muss sagen, da habe ich bei Ares gerade abgegeilt. Oh. Oh. Das ist richtig mies. Oh. Digga, das ist ja richtig böse, ey. Ja. Aber, Dankeschön, weiter geht's. Digga, der war richtig, richtig crank. Aber dass es schon wieder so nah dran ist, ne? Ich hätte wieder gedacht, dass es weiter weg ist. So ein Kack, ey. Hallo. Hab ich alleine gefunden. Das hätte ich so... Ja, genau. Ich hab's alleine gefunden. Digga, das ist meiner. Undankbarer Schako, Alter. Oh mein Gott. So, und jetzt werde ich verdient Erster. Einfach mal auf Marvin machen. Ey, hallo, Digga. Nein. Verdient Erster. Come einfach on, mal ey. Triggern wie Marvin. Los. Digga, komm. Wir holen uns den Sieg, Brudi. Wir holen uns einfach den verdienten Sieg. Also auch wenn ich es ungern zugebe, der Sieg gehört eigentlich Nugi. Eigentlich also schon, ja. Hatte. Eigentlich. Hey, wenn wir mal ganz Punkte ehrlich sind. Ich hab mehr Punkte gefunden. Kommt er aus der dritten Reihe hinten. Ja, stimmt ja auch. Digga, kein bisschen, ey. Nugi hat 2 Punkte gefunden. Also ich hab schon 5 Stück gefunden. Hast du schon die orangene Rampe hinten gewählt? Ja, die funktioniert irgendwie nicht. Okay. Das ist viel zu weit weg. Außerdem, du musst da irgendwie rein, weil du auf dem Steg hast du einen Speed und eine gelbe Rampe. Das heißt, da musst du schon irgendwie wirklich rein. Ja, Digga, was passiert da? Ist das wieder bei Deko oder bei mir? Wo soll das sonst sein? Wird der Platin-Anlass nochmal erneuert? Wird einmal richtig Randale gemacht hier. Schön weichklopfen.
Leute, ihr könnt einfach, ihr könnt einfach respawnen und am Anfang durch diese rote Tür fahren. Easy, hab's geschafft. Respawn mal, fahrt durch die rote Tür, habt das. Lol. Easy. Das funktioniert wirklich. Ich mach mich einfach, oh Gott. Ich mach mich einfach neben mir hier rumfährt. Ja, aber das, ich glaube nicht, dass es für mich richtig ist hier. Also ich habe einen Punkt, also einen Weg gefunden, wie man da hochkommt. Also reinkommt, aber ich weiß nicht, ob das so irgendwie soll. Auf die Dächer drauf. Auf das erste Haus rauf, genau. Ja. Über das Ding und dann da rüberfahren. Also man würde es auf jeden Fall schaffen. Ich meine, ja, am Ende zubauen können, ne? Er hätte zubauen können. Also wenn du es hinkriegst, dann kriegst du hin, ne? Ganz einfach. Ja, easy, okay, dann machen wir es so. War das Ding da? Schade, das war's nicht. Da kannst du jetzt, bin ich mal gespannt. Ja, aber hier, guckst du gerade? Ja. Fährst du hier ans Ende? Ja. Fährst halt einfach hier. Oh. Knapp. Ja. Aber da oben kommst du. Hast halt ein bisschen. Da hast du ein bisschen so einen Weitblick auch, ne? Oh. Mhm. Ist das auch so? Digga, genau in die Lücke, ey. Fick mich. Ich mach irgendwas anderes. Ich hab ein Dixie-Klo gekippt. Lol. War da einer drin? Digga, so ein Bauarbeiter wahrscheinlich. Sogar auf. Oh oh. Der Arme, ey. Ich hab mal auf dem Feuerwehrzeltlager einem Typen die Dixie-Klo-Tür ins Gesicht getreten. Ja, richtig voller Stolz. Geil. Bin drauf schon ein bisschen stolz. Oh, ich bin drüben. Digga, weil ich auf dem Klo sitze und am Kacken bin, Alter. Nein! Und er da vorm Dixie klebt und mich Hurensohn nennt und sowas, Alter. Okay, ich glaube, der Punkt ist ja, nicht. Ich nur, also, ich weiß es mal nicht. Als Maul Hurensohn hat mir das Ding in die Fresse getreten. Ja, aber dieser random, dieser random Fact, ey, geil, ey. Naja, ich kam da halt gerade drauf, weil ich gerade ein Dixie in GTA angeschmissen habe hier, ne? So random war das mal. Jetzt nicht. Ich fahr jetzt einfach mal komplett auf die andere Seite des Sees. Also, ich bin jetzt auf dem Dings drauf, auf dem Steg, ne? Also ich bin vorm Ziel. Ja, fahr rein. Aber das sieht für mich so aus, als ob du von der linken Seite von dem ganzen Gebümsel rüberkommen musst. Das denke ich nämlich, ja, also das, so würde ich es auch sehen, aber ich wüsste nicht von wo da. Du hast hier nämlich auch so einen Steg und da hast extra so eine Rampe rangebaut, dass du da hochfahren kannst. Aber ich weiß halt nicht, wo du hier durchkommen sollst. So, ich check wie gesagt jetzt einfach mal die komplett andere Seite. Bin ich ein bisschen unterwegs. Aber testet mal gerne noch bis dahin. Vielleicht kann man ja mit so einem ultra kranken Speed darüber springen. Ja. Das wäre schon richtig nice. Ultra kranker Speed und dann prallst du irgendwo am Gebäude ab. Hä, die Bombe geht nicht hoch? Echt nicht? Lol. Warst du da schon bei der Bombe? Nee, ich bin da extra nicht gegengefahren, nicht, dass das Ding mich noch hochjagt. Warte mal, kann man hier durch? Nein. Der sieht hier aber nicht richtig aus. Ja, das ist zu. Komm. Ja, ich guck mal, ob der Punkt überhaupt richtig ist hier. Also, ob das nicht aus überhaupt geht. Ja, fahr rein. Okay, ich habe jetzt den richtigen Weg gefunden. Also, nicht bei. Der, also. Der also, Cheat-Kram, den Nugi macht. Also, war es bei der Bombe dann? Ja. Echt? Ja. Versuch rüber zu ballern. Okay, nee, das ist wrong. It's wrong. Ach, die Bombe. Die Bombe. LOL. Okay. Oh ja, krass, das sieht echt gut aus. Yeet! Nice und Deko Erster! Nein! Hey, Nugi ist ja schon hier. Achso, Nugi ist nicht mehr hier. Nugi hat gerespawnt. Ja. Ah. Was ist das? Hau doch mal ab, ey! Und alle rüber! Ja, ich nicht! Du hast mich ausgebremst, du Lisa. Nein, ich hänge jetzt hier auch in der Ecke. Ja, verpiss dich da jetzt. Digga! Lass mich! Fick dich, Nugi! Ah, yeah! Wieso, was los? Digga, wie er es einfach wusste und mich da in den Tod fahren lässt, ey. Ich hasse solche Maps höchst offiziell, Alter. Okay, hier. Speedet einfach durch, Leute. Einfach mit Speed. Genau. Dann noch eine Bremse, sag, oder? Sag, wenn ihr es habt. Dann fahren wir alle. Ich komm nicht rüber hier. Rein. No. Ich häng fest. Ich häng wirklich fest. Kann meiner helfen? Warte gleich. Ich hab Deko gerade gesehen, wie er verkackt hat. Wieder dieser Schicker ist so Marvin erster.
Komm bitte, ey, bitte. Ey, es war so verdient, ey. Es war so todesverdient, ey. Komm. Digga, es ist so todesunverdient, ey. Guck mal. Hast du überhaupt, hast du einen einzigen Punkt gefunden, ne? Guck mal, Digga. Nee, warum? Ey, du bist so fucking Monster, ey. Einen einzigen Punkt gefunden. Ja, wie salzig Deko wird, ey. Oh ja. Deko Salz ist meine Lebensfreude, Digga. Wie er kurz vor dem Punkt noch verkackt, ey, und einfach rüber yeetet. Ihr müsst übrigens einfach zum Steg fahren und kurz vorm Ding rückwärts fahren, sonst yeetet ihr darüber. Zum Steg links. Der hier? Du bist so ein schlechter Mensch, Marvin. Ey, links fahren! Links zum Steg! Nicht rüberfahren! Und dann ist da so ein Pfeil. Und da ist ein unsichtbarer Boden. Lol, Ares, Digga, du warst. Ich sag dir auch noch, wie es geht, ey. Guck mal nach links. Guck mal, die fahren jetzt alle darüber. Aber du wolltest ja nicht hören. Ich dachte, du verarsch mich! Ja, nicht das erste Mal. Oh, wie einfach die Rampe nimmt, ey. Geil, ey. Fick mich, ey. Verdient erster Platz, würde ich sagen, ey. Geil, ey. Verdient des Todes, ey. Es ist wirklich. Ey, Nugi hätte es verdient. Ares hat auch keinen Punkt gefunden, ne? Nugi hätte es verdient. Doch, hab ich. Lol. Ach komm, leck mich doch. Aber ey, das Ding ist aber auch. Scheiße. Ich war locker die Hälfte der Zeit, war ich noch bei diesem Einsprung mit dem. Hier mit dem Go-Kart. Das habe ich einfach nicht hinbekommen, deswegen wart ihr die ganze Zeit Todes vorne, ey. Deswegen verdient erster Platz, würde ich sagen, am Ende. So für mich, jeden Punkt gewartet, so. Alter. Okay, Nugi. Nugi, du hättest verdient. Geil. Aber nicht Deko. Cool. Schmutz. Einfach Schmutz, Junge. Ist so. Daumen nach oben, Ballermutschal, schaut bei Nugi, Ares vorbei und habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.